Eine Uhr gemacht aus drei verschiedenen Titansorten und ein Zeiger, der sich genauso schnell bewegt wie die Erde. Die Botta Uno 24 ist eine Uhr, die mich super begeistert hat vom Design her und natürlich auch von den Funktionen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel. Und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Du hast auf meinen Kanal geklickt, das heißt, du interessierst dich für Uhren, speziell für deutsche Uhren. Wenn du auf meinen Abo-Button klickst und die Glocke aktivierst, dann wirst du über alle meine zukünftigen Videos informiert. Wie zum Beispiel über Videos wie dieses, um das es heute geht. Es geht um die Botta Uno 24, eine Uhr aus Deutschland. Der Hersteller sitzt ganz in der Nähe dort, wo ich meine Videos drehe. Die Uhr ist im Punkto Material, super interessant, drei verschiedene Titanarten. Ich zeige euch das im Video im Detail. Es ist eine Einzeigeruhr mit einem 24-Stunden-Ziffernblatt, das heißt, der Zeiger dreht sich exakt so schnell, wie die Erde rotiert. Ist eigentlich bei einem 24-Stunden-Blatt selbstverständlich, aber sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, finde ich total faszinierend. Und jetzt zeige ich euch die Uhr im Detail. Die Botta Uno 24 kommt mit einem 45 mm Gehäuse, welches aus drei unterschiedlichen Titanarten besteht. Der Topring hier oben ist aus einem speziell gehärteten Titan, um Kratzer zu vermeiden. Das Gehäuse der Uhr ist aus rein Titan, damit etwas weicher, aber sehr zäh. Und der Bodendeckel ist aus einem medizinischen Titan, welches extrem hautfreundlich ist. Die Uhr hat eine Dicke von lediglich 8,5 mm und wiegt dank Titan erstaunliche 49 Gramm. Verbaut ist als Werk ein Quarzwerk, und zwar ist es das Ronda 515 24 Stunden. Das Saphirglas auf der Frontseite ist zweifach entspiegelt und die Uhr ist bis 5 bar gleich 50 Meter wasserdicht. Auf der 6 Uhr Position gibt es zusätzlich zu dem einen Zeiger aus dem Zentrum noch ein Datum. Ja, was soll ich jetzt sagen? Als ich die Uhr das allererste Mal gesehen habe, als das Paket kam, übrigens, danke Oliver, dass ich die Uhr von dir filmen darf. Mein erster Eindruck war, Mann, sieht die klasse aus. Ich fand die wirklich super interessant. Mir gefällt das Blau, mir gefällt das Sportliche, mir gefällt aber auch der extrem feine und dünne Stundenzeiger. Also ich war wirklich richtig angetan von der Uhr. Mein zweiter Gedanke war, alter Falter, ist die leicht. Die wiegt ja gar nichts. Die ist wirklich super leicht. Die 49 Gramm machen sich am Arm überhaupt nicht bemerkbar. Mein dritter Gedanke war, die hat ja gar keine Hörner, also keine sichtbaren zumindest. Das heißt, die 45 mm Durchmesser sind auch Lug-to-Lug. Die passt bestimmt auch an meinen Arm und das zeige ich euch jetzt einmal. Dafür muss ich meine Sinn 903 abnehmen. Übrigens, hier haben wir auch den direkten Vergleich 41 gegen 45 mm. Also die Uhr ist schon definitiv eine große Uhr. Aber an meinem 17 cm Handgelenk kann ich sie trotzdem gut tragen, weil sie eben nicht übersteht. Und wenn ich gleich etwas näher auf das Ziffernblatt eingehe, dann wird man sehen, dass man bei einer 24-Stunden-Einzeigeruhr die Größe auch braucht. Tja, und mein vierter Eindruck war, ich finde es richtig schade, dass diese Uhr nur 5 bar Wasserdichtigkeit hat, denn mit 10 bar 100 Metern wäre das, glaube ich, die absolut perfekte Ergänzung als Urlaubsuhr zu meiner U1. Die U1, wenn es an den Strand gehen soll
und ein bisschen härter zugeht. Und ansonsten eine Einzeigeruhr, wo es nicht auf die einzelne Minute ankommt. Also ich finde das schon wirklich klasse und bedauere sehr, dass diese Uhr nicht ein kleines bisschen wasserdichter ist. Was an dieser Uhr faszinierend ist, neben dem Ziffernblatt, auf das ich gleich noch im Detail eingehen möchte, ist die wirklich ausgefallene Gehäusekonstruktion. Ihr könnt hier sehen, dass wirklich eine ganz, ganz dünne und sehr, sehr flache Außenflanke sichtbar ist, die dann geschwungen, abgeschrägt in den höheren Bodenmittelteil aufgeht, der dann relativ schmal auf dem Arm aufliegt und wieder in den sehr schön gestalteten Seitenteil übergeht. Interessant finde ich auch das zweifarbige Farbspiel der Lünette. Das ganze Gehäuse ist übrigens nicht gerade an der Kante, sondern, wie man hier sehen kann, schrägt es sich nach unten ab, sodass es noch einmal angenehmer auf dem Arm liegt und das Ganze wirklich vom Design her ein absoluter Augenschmaus ist. Am auffallendsten ist natürlich das Ziffernblatt mit dem einen sehr, sehr dünnen Zeiger und der intuitiven Tag-Nacht-Anzeige. Die 6 Stunden der Tageshälfte sind etwas heller und die 6 Stunden der Nachthälfte etwas dunkler. Bei der 24-Stunden-Zeitanzeige könnt ihr hier am Beispiel zwischen 19 und 20 Uhr sehen, dass genau zwischen 19 und 20 Uhr ein etwas dickerer Teilstrich ist. Das ist dann genau 19:30 und dieser Bereich zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr ist mit 3 weiteren Teilstrichen versehen. Jeder dieser Teilstriche steht für 10 Minuten. Das heißt, hier haben wir, wenn ich die Zeit richtig ablese, knapp 10 Minuten nach 7, ich würde sagen 19.09 Uhr, 19.10 Uhr. Und wir schauen mal auf die SIN 903. Ich habe das durchaus richtig geschätzt. Und entsprechend kann man die Zeit dann wirklich auf 1, 2, 3 Minuten genau schätzen. Ablesen würde ich das nicht nennen. Sehr entspannend ist, dass man diese Uhr dann auch entsprechend selten stellen muss, weil eine halbe Minute oder auch eine Minute Zeitabweichung wird man hier kaum feststellen. Eine wirklich sehr entspannende Uhr. Naja, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Und eine Sache bei dieser Uhr ist designtechnisch natürlich ein Hingucker. Das ist die sehr kleine, wunderschön integrierte Krone. Allerdings ist diese Krone wirklich klein. Und mit klein meine ich dann auch sehr klein. Und die Krone hat überhaupt keine Riffelung. Das ist glattes Titan. Das macht es angesichts der Größe und der fehlenden Griffigkeit wirklich nicht einfach, diese Uhr zu stellen. Glücklicherweise muss das so oft nicht passieren, alle 2 Monate das Datum und wirklich selten vielleicht einmal die Zeit, aber wenn, dann ist es ein kleines bisschen fummelig angesichts der wirklich sehr minimalistisch gehaltenen Krone. Um die Kronen einmal zu vergleichen, hier haben wir die Krone der Botta. Und da die Krone der 903. Also das ist schon ein elementarer Unterschied. Der berufliche Hintergrund von Klaus Botta, dem Gründer der Marke Botta, ist Produktdesign. Und ich finde, das sieht man seinen Uhren an. Vom Design her sind diese Uhren wirklich außergewöhnlich
und ein absoluter Hingucker. Dieses Modell, die Botta Uno 24 Stunden, gibt es aktuell für 485,45 Euro. In unterschiedlichen Varianten mit ganz geschwärztem Gehäuse geht der Preis nach oben. Mit Automatikwerk wird es dann gegebenenfalls noch etwas teurer. Ja, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt, dass ihr euch auch für außergewöhnliche Uhren interessiert. Ich freue mich, dass wir da vielleicht einen ähnlichen Geschmack haben und ich hoffe, euch in der Zukunft noch ähnliche Uhren vorstellen zu können, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen, die etwas Außergewöhnliches zu bieten haben und die man nicht an jeder Hausecke sieht. Bis dahin, tschüss, euer Axel.